Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge wurden wir zum Vize-Generaldirektor gekürt von der Spyros AG. Bakur hat sich L geschnappt und ist jetzt auf nach Kanan und will Kronos erledigen. Und ja, super. Wir haben uns vorgenommen, Julius zu finden, und Mila hat uns jetzt zum Kampf herausgefordert, weil sie irgendwie wissen will, ob wir uns sicher sind, Yay. Am liebsten würde ich mich ja kurz kaputt hauen lassen, weil ich dann andere Klamotten anziehen kann, aber ich habe nicht so das Gefühl, dass ich diesen Kampf verlieren darf. Also dass ich auch verlieren kann in diesem Kampf, deswegen das machen. Was? Mach keinen Mist wieder. Bin schon so im Eimer irgendwie von den Werten her. Ich habe irgendwie viel zu wenig HP, sich gerade. Wow, das war knapp. What the heck? Was? Okay. Warum kann ich mich jetzt auf einmal verwandeln? Was zum Teufel? Also baue ich so viel Mist im Kampf? Zack! Vor allem, da kommt eine Mystik halt mitten aus dem Nichts. Was? Warum schaffe ich jetzt immer die ganzen Kämpfe so antiklimatisch zu machen? Aber okay. Sehr gut. It appears that you are still fully capable of using your Chromatis. That can only mean that L is calling out to you. Please forgive me for playing rough with you. I needed to be certain of your resolve. The trial waiting at Kanan will be far more difficult than we can imagine. If you come with us, then it's entirely possible that you may lose everything that you've worked for. Wenn ich es nicht tue, verliere ich etwas viel Wichtigeres. Da sollst du mich besser kennen. Ja. Then trust me when I say I will do everything to help you protect it. Just the same as Jude and our friends once did for me a year ago. Good, it's settled. Let's go. Had to have the last word, huh? Okay. Oh nee. Not a step further, Vice President Kresnik. Oh, der auch noch. I know it sounds cliche and all, but orders are orders. Move, Ivor. I don't have time for your games. I'm afraid I cannot do that, Lady Mila. I never realized bossy girls were such a turn-on. So cold, so ruthless, so... What a creep! Hey, sehr need gut. Assistance? Hope you don't mind. Well, well, well. The royal pain has come to hold court. But my head will roll if I don't stop Luger from leaving. And I happen to like my head. You think your corporate cronies can stop us? Ja, wollte ich auch gerade sagen. They dispelled my arts. Hä? How is that
that possible? It's the Lance of Kresnik. A portable version, sure, but as you can see, it gets the job done. Ja, super. This will be fun. I wonder if Lord Maxwell will moan as I say. Nein, warte, wirst du auch nicht zulassen, oder? Don't speak to her like that. And how dare you speak to your boss like that? Was will der mit seinen Brotmessern? You'd risk your life to save this sniveling coward? You really are a benevolent deity. He's still my handmaid. I don't recall ever dismissing him from the position. Lady Mila. Such a stubborn and proud spirit. But not for much longer. Any ideas, Luger? Ich verwandle mich in Quartus und mache alle platt. You'll be tested here in the underground training area. These caverns stretch all the way to Triglav city limits. You could head straight out of town from here. Okay. Mit den Strichen sollte ein Ausgang haben. Wir sollten uns einfach einen Weg bahnen. Okay, das klingt irgendwie klüger. Obwohl, ich hätte ja auch gern platt gemacht. Get to that elevator. That's easier said than done. We'll need bait. You can show everyone else the way. Du bist dran, Jules. Kannst du das bitte für uns übernehmen, Mila? Mila. Right. Mila, I'll stick with you. No, you help the others. They'll need your power. Mein Gott, ich habe bestimmt voll die wichtigen Entscheidungen gerade getroffen, die irgendwie die Story voll beeinflussen. It's a diversion, you idiots. Lady Mila! Don't worry about me. Just go! Don't let them get away. Mann, das war echt die beschissenste Beförderung aller Zeiten. We don't need. Okay, erstmal mit den Klamotten aussehen. Ich komme mir langsam ein bisschen blöd vor. Das war so. So, jetzt haben wir die in unserer Truppe. Das ist voll geil. Let's focus our full energy on getting out of here. Right. Okay. Die Macht durch die Zeit zu reisen. So, you are able to manifest your Chromatis again. That's El's power, isn't it? Yeah. I see. So this is the key of Kresnik. The power of the void that El commands, the power of origin, can transcend time and space to reach you. That's the kind of power we need to resist Kronos. But Luger, if you use your Chromatis, won't it hasten El's transformation into a catalyst? Darum habe ich nicht vor, ihn noch einmal einzusetzen. Ich weiß, aber wenn wir uns nicht beeilen, ist er in noch größerer Gefahr. Ich weiß nicht. But wouldn't you be gambling with El's life? Power is a double-edged sword, and only a warrior who understands that has any business wielding it. Luger, are you prepared to accept the consequences of wielding your power? Ich hätte nein sagen sollen. Ich werde wahrscheinlich mich nicht verwandeln. Well. Are you sure about this? I too am prepared to do what must be done. Muse, I would ask the same of you. The harder that you and I fight, the less Luger will have to use his Chromatis. Ich versuche so wenig einzusetzen wie möglich. You can count on me. We must hurry, Luger. You can thank us when the battle is won. Okay, das heißt kein einziges Chromatis mehr. Alles klar. Und ich habe einen Hut bekommen, ja super. Hut. Dingens, wo ist es? Wieder hier, Bands, obwohl, egal. Auftrag, ja, super. Ich hätte so viele Möglichkeiten gehabt, wie es weitergehen könnte. Aber ich vertraue darauf, dass Mila weiß, die Sachen da oben zu handhaben.
Ja. Und ja, dann hätten wir uns auch durchkämpfen können vielleicht. Weiß nicht, ob ich das was geändert hätte. Ich habe bei diesem Spiel irgendwie nicht so anscheinend, dass viele Entscheidungen irgendwie so einen Einfluss auf die Story haben. Deswegen ist so wie ein, keine Ahnung, wie ein Pokémon oder irgendwie sowas. Ja, ich möchte, dass du meine Tochter irgendwie triffst. Und dann sagst du nein und dann bist du so oft gefragt, bis du irgendwann ja sagst. So, ich will jetzt mal kurz was nachgucken. Und zwar bei Victor. Okay, ich dachte, er hätte auch diese Vize-Generaldirektor-Kleidung an, aber das war nicht der Fall. Wo ist Mila? Egal. Na, war Mila, egal. Wir haben Synchronisationsstein. Erhöht die Grenzüberschreitungsdauer. Ja. Habe ich doch, glaube ich, ausgerüstet mit Ihnen, ne? Super. Ja, das war's. Weil ich habe ja so gespeichert, ja, ne? Speicher noch mal. Okay, das geht ja schon wieder hier richtig ab. Dann unterirdische Trainingsanlage, ja. Wann die ersten Gegner, die ich platt gemacht habe, hallo. Ach hier. Oh, hi. Na? Entschuldigung. Okay. Das heißt kein Chromatus, kein Chromatus, kein Chromatus. Nee, Müse bei Knarren. Aua! Oh nee. Kann ich nicht verbinden. Achso, weil sie. Lass mich jetzt mal machen hier. Danke. Also, da habe ich gar keine Ahnung. Verdammt, egal. Oh, Luga. Oops, now I feel guilty. Ich habe Angst vor ihr. Sie macht mit irgendwelchen Charakteren rum, ich weiß es. You would have done the same. Now, let us hurry. The plants we were requested to find are used to make a type of medicinal indicator. The odor from the plant sap is unbelievably strong. That takes me right back to medical school. Was hat das jetzt hiermit zu tun, Jude? Was hat das in irgendeiner Weise mit dem, was wir hier machen, hier zu tun? Ja, wegen den Gallia-Blättern oder irgendwie sowas, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. So, hier haben wir unser Chromatus bekommen. Boah, wo ist der Code nochmal? Weiß ich doch gar nicht mehr. Ich war irgendwann. Also nicht. Ich mach einfach irgendwas. Aber ich frag mich, wo ist jetzt. Ich habe meinen Code mal irgendwann aufgeschrieben. Auf dich musste ich den jetzt hier nicht eingeben oder so. Da wäre doof gewesen. Okay, ich habe so Gefühl, ich muss die beiden erledigen. Na, komm mal her. Das ist Resistenz. Sag das doch gleich. Verbindet euch mal bitte. Ja. Zum Teufel. Ach, ich hab das hier noch. Dann machen wir, lass mal kurz. Jetzt da jetzt ganz halt so Dämonenzahn. Nein. Gibt's auch irgendwie einen Titel von. Den wollte ich farmen, genau. Mach mal zu lange, bis ich den Titel bekomme, dann tu halt wieder umstellen. Na, dich auffällig machen, okay. Los, Gaius, setz Demon Fang ein. Wutsch. 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 Ja,
Okay, kein Kommandos einsetzen. Ich habe so das Gefühl, es hat wirklich irgendwelche Auswirkungen. Das hat einfach nur zum Angst machen da. Feldmarschall, jawohl, dann heißt ich das, ich kann das wieder umstellen. Wo ist es? Schwalbenzorn, ne? Nee. Doch. Egal, machen wir mal. Okay, kann ich nichts machen. Ich soll euch jetzt alle fertig machen immer. Na so ohne Komatos. Was? Ach so. Nein, nicht Gaius Dingens hier. Habe ich schon gefragt. Wo ist es? Hä? Hier Schwalbenflug. So, sehr gut. Was? Cool. Ja, war schwer ohne Quartus, vor allem wenn ich nicht weiß, ob ich das wirklich nicht einsetzen darf oder nicht. Aber ich habe so viel Schiss und benutze das nicht, habe ich so das Gefühl. Deswegen, ja, super. Wutsch. Komm mal her. Komm mal her. Er bringt's voll. Wir bewegen uns keinen Schritt voran. Ich habe keine Mystik hat eingesetzt, obwohl ich die ganze L1 gebasht habe. That was some impressive sword play. Thanks. Ich habe kein einziges Mal mein Schwert benutzt. Aber okay. Ich diskutiere noch nicht mit dem König von Riese Mektia. Ey. Was zum Teufel? Hi, na, Bams! Du bist natürlich schwach gegen Dingens, ist klar. Komm mal her. Ach, verdammt, Gaius. Jetzt eigentlich alle, ich glaube, ich habe alle Titel die Charaktere beeinflussen, ne? Ich weiß das jetzt gar nicht, wenn ich zu sagen, ich glaube ja, weil es noch so ein Gebiet. Mhm. Okay, na durch der 4, warum denn auch nicht? Warum kommen jetzt so viele Gegner? Mal her. Verdammt, falscher Angriff. Boah, dickes Ding. So, jetzt aber. Nein, immer noch nicht. So, ein paar Angriffe mit Gaius machen. Sehr gut. Ich kann immer den Mount Chaos einsetzen, obwohl ich jetzt Ezo Edge wieder dann habe. So, also, schneide meine ich. Nicht schon was Beine. Sehr gut. So. Jetzt du.
Das kann noch ein bisschen dauern, ja, habe ich so das Gefühl. Okay, zack. OTP. Hey. Kannst du mit angreifen, Gaius? Ich halte hier nicht ab. Ah. Hey, auf abzuwehren. Ich treffe den nicht. Komm runter. Hey, was zum Teufel? Sehr gut. So, ein bisschen schneller. Himmel hoch, fortgeschritten. Okay, warum mache ich nicht? Voll die Titel am Farm. Oh, Powertreffer, okay. Sehr gut. Ja. Los, auf ihn drauf, auf ihn drauf, auf ihn drauf. Jetzt nicht. Ich bin eigentlich Azurschneider, da kann man schnell die Dinge füllen. Anzeige hier. Au. Au. Nein, nicht selber kloppen. Nicht selber kloppen. Was macht der da? Schon. Auf, auf, auf. Sehr gut. Meine Güte, wir werden jetzt zerstören. Aua, wie er uns zerstört. Jude, let's tether back up again. Maybe next time. Oh, you tease. I must become stronger. Sehr gut, Recha. Haben wir jetzt alle. Haben wir nicht jetzt alle Fähigkeiten mit Gaius? Nee. Dadurch schaffe ich auch noch jetzt. Dann hoffentlich einen Speicherpunkt, wenn es geht. Ja. Los. Zack. Und. Zack. Und zack. Und zack. Sehr gut. Okay, ich habe einfach X gedrückt. Weil ich angreifen wollte und dann macht er natürlich die Mystic Art. Total Zerstörung. Ach man. Aua. Oh, danke. Stimmt ja, du hast ja dieses Ding drauf. Einmal wie viele Erfahrungspunkte wir hier kriegen. Und Geld. Das wir gar nicht mehr brauchen. Da sehe ich noch mehr Gegner. Hey, den Ort kennen wir doch. Was ist da oben eigentlich noch? War da auch noch was? Hey, von hier bin ich gekommen, was? Ist da auch noch irgendwas? Oder? Hier ist noch eine Tür. Ich jetzt bis zum Speicherpunkt schaffe, um eine Cutscene auszulösen. Mal gucken. Obwohl, da geht schon wieder ein neues Gebiet. Dann würde ich sagen, die machen wir im nächsten Part platt. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.